Zurück nach Südtirol. Junge Menschen und ihr Zugang zur Politik. Auf den ersten Blick scheinen sich viele für den politischen Entscheidungsprozess kaum zu interessieren. Doch wenn Jugendliche mit konkreten Sachthemen konfrontiert werden, kommt Begeisterung auf. Genau darauf zielt seit vielen Jahren die Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland ab. Und sie erreicht mit ihren Projekten auch Schulen in Südtirol. Für diese jungen Frauen ist Politik nichts Abstraktes. Politik, das sind konkrete und gefühlte Themen wie Geschlechtergerechtigkeit. Es ist ja halt allmählich die gespaltene Rolle auch für die Geschlechter und so. Dass halt allmählich die Männer bevorzugt sein. Und dass man da auch mit der Zeit, dass man auch etwas ändern kann und ändern muss. Nachhaltiges Wirtschaften, bewusste Ernährung. Seitdem ich das Projekt mitgemacht habe, tue ich weniger Plastik und so verwenden. Und ich esse auch weniger Fleisch. Und wenn ich Fleisch esse, esse ich regionales Fleisch. Und mir ist halt auch bewusster geworden, wie man umgehen sollte, damit man die Welt auch besser machen kann. Weil das ist ja noch meine Generation, die dann leben wird 2030. Und es ist halt wichtig, dass wir das nicht zunichte machen. Politik, das ist das Gestalten der Zukunft für eine Generation, die morgen die Entscheidungen für übermorgen treffen muss. Das Interesse dafür wird schon heute geweckt. Das Rezept lautet: Stell vernünftige Fragen, gib den Jugendlichen die Möglichkeit, sich inhaltlich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, ermutige sie, dass sie sich selber beschäftigen damit, dass sie gemeinsam etwas machen. Und verpackt das Ganze in einen Wettbewerb, wo sie was Tolles gewinnen können. Und schon ist das Konzept fertig. Funktioniert übrigens seit 50 Jahren. Sie möchten, dass niemand arm ist. Armut finden sie ganz schlimm. Oder Geschlechtergleichheit, dass eben Mann und Frau gleichwertig sind und dass man da keinen Unterschied machen darf. Also es geht ganz, ganz stark in die Richtung, es interessiert sie aus ihrem Lebensumfeld, vielleicht Beobachtungen und so weiter, mit zu schauen, was das eigentlich im Politischen dann auch bedeuten würde. Die Auseinandersetzung mit politischen Themen, sie festigt sich mit konkreten Projekten. Und zwei Arbeiten haben nachhaltig beeindruckt. Die Überlegungen zu Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit der Schülerinnen der Landesfachschule für Hauswirtschaft und Ernährung. Und ein Projekt der Mittelschule Eppan über die Rolle von Vereinen im Dorf. Der Preis, Klassenfahrten nach München und Berlin und ein Aufeinandertreffen mit Menschen, die heute Entscheidungen für morgen treffen.